Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Hula Hoop Workout. Ich bin Rebecca und ich habe heute die Christina und die Karima dabei. Wir freuen uns riesig, wir sind top motiviert. Hula Hoop, wir haben uns den ganzen Tag drauf gefreut, so ungefähr. Ich zumindest. Ich hoffe, ihr auch und ich hoffe, ihr seid motiviert, denn wir haben ein echt cooles Training heute vor, zu 90er Musik, das ist ganz wichtig. Genau, wir machen erstmal ein kleines Warm-up und dann haben wir zwei längere Hula-Phasen heute. Also für die Anfänger, es kann sein, dass euch das irgendwann zu viel wird, macht eine kurze Pause oder wenn er runterfällt, das klären wir dann, aber das kann passieren und das ist gar kein Thema. Zwischendurch haben wir eine Workout-Phase, das heißt, da trainieren wir dann auch noch die anderen Körperpartien, vor allen Dingen heute Beine und Po. Das ist der Fokus und ja, dann haben wir auf jeden Fall ein rundes Training vor uns. Ich freue mich riesig, wir starten mit dem Warm-up, wir legen los, bewegen uns einmal durch. Ihr dürft marschieren in euren Reifen drin, die Arme mitnehmen. Wir bewegen einfach mal alles durch heute. Zieh die Knie hoch. Dann nimm die Arme gleich mal über die Seite mit und atme ein und aus. Zwei mehr. Nochmal tief ein- und ausatmen. Die Knie wieder hochziehen. Sehr gut. Gleich geschafft. Vier, drei. Dann komm hier zum Stehen. Wir kreisen die Hüfte nach vorne. Seitenwechsel. Dann roll die Schultern einmal hoch und tief. Hoch, tief. Vorne, hinten, vorne. Einmal in die andere Richtung. Sehr gut. Lass mal die Arme tief. Zieh den Kopf auf eine Seite, in die Mitte. Auf die andere Seite. In die Mitte. Gut, dann darfst du auch schon den Reifen aufnehmen. Erstmal über Kopf, hüftbreiter Stand, Leggings sortiert. Wir ziehen auf eine Seite und wieder hoch. Und jetzt ist der Bauch schon schön angespannt. Wir haben eben schon Bauch intensiv gemacht. Ich glaube, das wird heute ein lustiger Abend. Und wir kriegen bestimmt alle Bauchmuskelkater. So, sehr gut. Einmal den Reifen eine Etage tiefer. Wir drehen uns nach hinten, nach vorne, nach hinten. Und die Füße sind jetzt etwas weiter als hüftbreit. Und die Hüfte schaut die ganze Zeit schön nach vorne. Und die Wirbelsäule rotiert einmal nach hinten rum. Wenn wir den ganzen Tag am Schreibtisch saßen, eine sehr coole Übung, um mal die Wirbelsäule wieder ein bisschen zu mobilisieren und sie vor dem Einrosten zu schützen. Sehr gut. Wir erhöhen das Tempo nach. Zack. Zack. Ohne Zwischenstation. Jawohl. Noch zwei. Einer. Gut, dann nehmen wir den Reifen einmal vor uns. Die Füße schauen jetzt nach außen, die Knie schauen auch nach außen. Wir gehen langsam zusammen. Tief. Lehnen uns rüber. Zurück. Rüber, zurück. Sehr gut. Wir bleiben hier bei den Squats. Wir gehen zusammen. Tief und hoch. Wir haben jetzt den Reifen vor uns. Das verhindert, dass wir uns zu weit nach vorne lehnen. Man neigt manchmal dazu, bei den Squats so sehr nach vorne zu kommen. Das wollen wir nicht. Wir wollen schön gerade bleiben. Also bleibt hinter dem Reifen. Die Knie drücken nach außen, die Füße schauen nach außen, Schultern sind hinten, unten, Bauchnabel zieht nach innen. Ihr seid so groß und so stolz, wie ihr könnt. Sehr gut. 3, 2, 1. Dann schüttelt einmal alles aus. Ich hoffe, ihr seid soweit aufgewärmt. Wir starten mit der ersten Hula-Phase und vielleicht auch gleich mit eurer Lieblingsseite. Und ihr dürft einfach mal anfangen.
Ich sag's gleich vorweg, wir sind immer noch keine Profis. Es kann passieren, dass er das ein oder andere mal runterfällt. Wir geben unser allerbestes. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn er euch mal runterfällt, einfach wieder schnappen und von vorne loslegen. Gar kein Thema. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir uns einhulern. Wir haben jetzt, wie gesagt, zwei längere Hula-Phasen heute. So 7-8 Minuten am Stück. Wenn ihr noch ganz am Anfang steht, kann es immer sein, dass ihr blaue Flecken bekommt. Die gehen aber weg und sind auch nicht so schlimm. Und ansonsten, je nachdem wie schwer euer Hula-Hoop ist, desto anstrengender wird es natürlich, die Zeit durchzuhalten. Schaut einfach, wie ihr es für euch hinbekommt und macht jederzeit eine Trinkpause, wie ihr es braucht. Und dann schauen wir mal, dass wir unseren Rhythmus bekommen. Die Knie sind leicht soft. Je schmaler ihr steht, desto schwieriger wird es. Und je breiter ihr steht, desto leichter. Also guckt für euch, wie ihr den perfekten Stand findet. So, wir haben jetzt ein ganz gutes Tempo von der Musik vorgegeben. Wir versuchen uns mal langsam an das Tempo der Musik anzupassen. Sehr gut. Versucht jetzt noch die Füße parallel zu halten. Wir kommen später nochmal in eine schnellere Runde, wo wir dann in Schrittstellung hüllen. Gut. Langsam sind wir warm, würde ich sagen. Dann nehmen wir mal die Arme dazu. Kleine Kreise. Die Schultern müssen heute wieder dran glauben. Wenn ihr merkt, okay, bei der Drehung und den Armen zusammen, das funktioniert nicht, lasst die Arme kurz still und fahrt dann mit den kleinen Kreisen fort, wenn ihr das für euch hinbekommt. So. Ich glaube, heute wird es auf jeden Fall ein bisschen anstrengender als letztes Mal. Sehr gut. Kleine Flatterbewegungen, als wollten wir gleich abheben. Vielleicht kriegen wir es auch wieder im Takt zur Musik hin. Fast, oder? Wir geben unser Bestes. Haltet durch. Gut. Hände wandern nach oben. Das 8 Minuten am Stück wird auf jeden Fall gut. Die beiden hinter mir schnaufen auch schon. Das ist gut so, das muss so. Sehr gut. Aber nochmal hoch. Irgendwann sind wir so weit, dass wir eine komplette Aerobic-Choreo so hinbekommen. Glaubt mir's. Schaffen das irgendwann. Wir sind immer noch im Takt zur Musik, wenn es klappt. Yes. Hop, 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 hop. Kurze Pause für die Arme. Sehr gut. Die Füße schauen jetzt wieder nach außen, die Knie auch nach außen. Wir gehen in einen leichten Squat. Guckt, dass ihr im Tempo bleibt, wenn ihr könnt. Wieder easy. Versucht jetzt mal die Füße genau in der gleichen Position zu lassen im Squat. Wie in der Streckung. Und wir versuchen das Ganze etwas dynamischer anzugehen. In den Squat. Tief, hoch, hoch. Tief, tief, hoch. Sehr gut. Tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief. Gut. Füße wieder etwas enger. Wird euch warm? Mir ist warm. Bleib am Tempo, auf geht's. Wir wollen ja auch merken, was wir gemacht haben heute Abend. Sehr gut, gleich geschafft. Und dann eine aktive Pause. Hulet gerne etwas langsamer, atmet mal wieder durch. Das Atmen vergisst man manchmal ganz gerne beim Hulern. Bisschen lockerer, mal die Schultern lockern. Gut. Wir machen gleich was oder probieren gleich was und zwar nach vorne laufen und wieder zurück. Und wir schauen gleich mal, wie es klappt.
4, 3, 2, wandern langsam los. Und wieder zurück. Egal wie viele Schritte das sind. Gut. Wir sortieren uns wieder. Das war doch schon mal ganz gut. Das haben wir schon mal geschafft. Ohne runterfallen. Wir machen das gleich nochmal, aber zuvor bauen wir mal eine Drehung ein. Jeder in seinem Tempo. Ab jetzt. Sehr gut. Wenn wir wieder alle vorne angekommen sind, probieren wir es gleich nochmal. Mit dem Refrain nach vorne zu laufen. Ab jetzt. Und nochmal nach vorne. Und rück. Noch eine Drehung. Schaffen wir es? Ganz knapp. Okay, das war Rentner-Style. Wir machen das später nochmal. Durchatmen. Sehr gut. Wir haben es gleich geschafft. In eurem Tempo. Kurz ausruhen. So. Wir schauen nochmal nach vorne. In eurem Tempo. Eine Drehung ab jetzt. 4, 3, 2, wir gehen langsam zurück. So, das war doch schon mal sehr gut. Jetzt habe ich nur noch eine Kleinigkeit. Und dann gibt es auch schon die erste Workout-Pause. Und zwar probieren wir es heute mal. Keine Garantie, dass es klappt, dass wir auf einem Bein hula. Okay? Ihr probiert es einfach aus, wie lange ihr es für euch schafft und setzt dann wieder ab, wenn ihr das Gefühl habt, das wird zu viel. Wir probieren es auch mal. Im Idealfall schafft es natürlich auf beiden Beinen. Da haben wir gleich noch ein bisschen die Balance mit trainiert heute. Ganz knapp. Einfach nochmal probieren. Alternativ, wenn es gar nicht geht, einfach vorne auftippen und versuchen langsam das Gewicht vom Fuß zu nehmen. Wieder sortieren, wenn es zu viel wird. Sieht nicht schön aus, ist aber eine gute Übung. Wir holen uns aus. Zeit fürs Workout. Das haben wir doch gut hinbekommen, oder? Schon mal ganz gut. Ich bin stolz auf uns. Schnappt euch den Hula-Hoop. So elegant wie es geht. Kurzes Päuschen im Workout. Wir brauchen den Hula-Hoop fürs Training. Stellt ihn wieder vor euch hin. Wir starten mit Squats. Langsam tief, langsam hoch. Achtet jetzt wieder drauf. Die Fußspitzen, die Knie schauen nach außen. Wir bleiben gerade. Sehr gut. Single Tempo. So, wir nehmen den Reifen gleich mit nach oben. Sehr gut. Wir pulsieren. Achtung. 3, 2, 1. Hoch. 3, 2, 1. Sehr gut. Single Tempo. So, langsam spüren wir die Beine auch. Die sollen auch mitschaffen. 3, 2, 1, Päuschen. Einmal ausschütteln, gerne einen Schluck trinken, wenn ihr es braucht. Und dann machen wir weiter mit den Abduktoren, also die Seiten. Alles für Bein und Po heute. Den Reifen auf einer Seite, gebeugtes Bein, leicht, 5 cm kleiner. Band an die Luft, hoch, tief. Jawohl. Guckt, dass ihr hier schön gerade bleibt, dass die Schultern ungefähr auf einer Ebene sind.
zieht euch nach oben, zieht den Bauch ein. Wir nehmen den Reifen dazu, Achtung. Hoch, tief. Achtet darauf, dass ihr das Handgelenk in einer halbwegs neutralen Position haltet. Je schwerer euer Reifen jetzt ist, desto mehr muss die Schulter natürlich schaffen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und wir halten oben nur das Bein. Kleine Pulse. Den Arm nochmal dazu. Sehr gut. 3, 2, Seitenwechsel. Erstmal wieder auf und zu. Sortiert euch gerne erstmal in Ruhe. Das Bein ist wieder leicht gebeugt. Schultern auf einer Ebene. Zieht euch schön lang. Den Bauchnabel ein. Weiter atmen, weiter lächeln. Reifen dazu. Wenn es mit der Balance zu viel wird, entweder den Reifen stehen lassen oder kurz antippen, wenn ihr am Boden ankommt. 8 mehr. 8. Gleich geschafft. Reifen bleibt stehen, kleine Pulse. Reifen dazu. 8, 7, 6, 5. Gleich geschafft. Sehr gut. Und einmal lösen, Popo lockern. Der Popo muss noch ein bisschen was schaffen gleich. Schaffen wir aber. Und zwar nehmen wir den Reifen hinter uns. Und umgreifen den Reifen hauptsächlich mit dem Daumen und die Hände sind flach davor. So, jetzt zeige ich euch einmal. Und zwar schieben wir auf und zu. Auf und zu. Wichtig jetzt, der Bauchnabel bleibt schön drinnen. Wir wollen kein Hohlkreuz. Lasst den Bauchnabel eingezogen. Richtung Wirbelsäule. Die Rippenbögen ziehen zusammen. So, jetzt bleibt das Bein in der Luft. Achtung, und die Arme pulsieren. Hoch, tief. Hoch, tief. Sehr gut. Mit dem Bein zusammen. Gleich geschafft. 4, 3, 2. Seitenwechsel. Sortiert euch gerne erstmal wieder kurz. Schaut, dass ihr eine gute Balance habt. Zieht den Bauchnabel wieder nach innen. Achtet darauf, dass das Standbein die ganze Zeit gebeugt bleibt. Stellt euch vor, ihr müsst einfach 5 cm kleiner sein als sonst. Man muss das Bein nochmal statisch mitarbeiten. Wenn es zittert, ist gut. Achtung, Arme pulsieren. Hoch, tief. Hoch, tief. Und gleich die letzten 8 mit dem Bein zusammen. Auf geht's. 7, 6, 5, 4. Sehr gut. Gut, kurze Pause. Ich glaube, der Po und die Beine haben es gut geschafft bisher. Wir nehmen den Reifen einmal vor uns, lockert gerne die Schultern nochmal. Passt auch zur Musik eigentlich ganz gut. Genau. Kurzes Pausentänzchen ist immer erwünscht. Wir halten den Reifen über den Kopf und ziehen zusammen. Tief und hoch. Ihr dürft euch gerne leicht nach vorne beugen, den Po nach hinten rausstrecken. Die Wirbelsäule ist in einer neutralen Position, der Kopf in Verlängerung. Und wir ziehen kraftvoll den Reifen tief und schieben ihn wieder hoch. Drei, zwei, eins. So, wir flippen den Reifen einmal nach vorne um und ziehen ihn hoch zu uns. Jetzt ist es vor allen Dingen die Schulterblätter, die arbeiten müssen.
die aktiv zusammenziehen. Versuch die Ellbogen trotzdem nach hinten oben zu orientieren. Und den Reifen möglichst weit hinten zu halten, möglichst eng zu halten. Acht mehr noch. Jawohl. So, noch einmal. Über Kopf, schieben und ziehen. Schieben und ziehen. Wir haben es gleich geschafft. Dann dürfen wir wieder rollern. Dann aber in die andere Richtung, wenn wir es können. Letzten acht. Sieben. Letzten vier. Gut. Dann dürfen wir den Reifen aufnehmen. In die andere Richtung rollern. Muss immer kurz überlegen, welche. Genau. So, die Schultern dürfen sich jetzt erstmal wieder entspannen. Wir holen uns ein. Guckt wieder, wie weit ihr stehen wollt. Je breiter, desto stabiler steht ihr. Je schmaler, desto schwieriger ist. Für die meisten zumindest. Kann natürlich sein, dass es für euch in eurer Lieblingsposition schmal oder weit am besten geht. So, wir gucken wieder, dass wir uns langsam ans Tempo von der Musik anpassen. Sehr gut. Arme lang, wenn ihr könnt. Kleine Kreise dazu. Wie immer, wenn ihr euch kurz sortieren müsst, gar kein Problem. Einfach kurz unterbrechen in der Armbewegung, dann weitermachen. Vergesst nicht zu atmen vor lauter Spannung und vor lauter Konzentration. Kurze Pause da oben. Wieder lang. Lass die Schultern schön tief, weit weg von den Ohren. Kleine Flatterbewegungen. Sehr gut. Lass den Bauch schön fest. Und je schneller wir rollern, desto einfacher ist es dann später für die anderen Bewegungen. Kurze Pause oben. Seite. Flatterbewegung zum letzten Mal. Gleich geschafft. Meine Schultern tun schon ein bisschen weh. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Arme kriegen Pause. Wir konzentrieren uns wieder aufs Tempo. Guckt, dass ihr in den Takt der Musik kommt. Hopp, 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 hopp. Impuls, Impuls. Auf geht's. Sehr gut. Je mehr Körperspannung ihr habt, desto einfacher wird. Gut. Squat-Position. Füße schauen nach außen. Und dann guckt erstmal, dass ihr euch im Squat einhullert. Dann machen wir es auch gleich wieder dynamisch. Gut. Kommt nach oben. Tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief, sehr gut. Einmal noch. Tief, tief, hoch. So, kurze Pause. Wieder in eurem Tempo. Weiter atmen. So, dann machen wir jetzt diesmal auf dieser Seite ein kleines Intervall. Von jeweils eine halbe Minute Super Speed. Und dann 10 Sekunden, ein bisschen bequemeres Tempo. Machen wir zweimal. Super Speed, gerne in Schrittposition. Startet jetzt. So, jetzt gucken wir mal, dass die Reifen fliegen. Ich hoffe, eure Reifen sind gut zusammengesteckt, sonst fliegen sie jetzt durch die Wohnung.
noch ein bisschen schneller, wenn wir können. 10 Sekunden noch. Spann den Bauch an, mach ihn richtig fest. 3, 2, 1. Kurz durchatmen. Die 5 Sekunden gönnen wir uns noch mehr. 3, 2, 1. Voll Power, komm. Schneller als der Takt auf jeden Fall von der Musik. Das kriegen wir hin, komm. Durchhalten. 10 Sekunden noch. Häuschen. Schaffen wir es noch einmal? Ich glaube schon, oder? Easy. Profis hier. Sie sind doch Profis. Habe ich gerade gemerkt. Okay. Dann in 3, 2, 1. Legen wir los. Letzte halbe Minute. Ob die Kamera da noch hinterherkommt, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Zieh durch. Hast gleich geschafft. 15 Sekunden. Weiter atmen. Gleich haben wir. 3, 2, 1. Wuhu, okay. Eine Kleinigkeit haben wir noch vor. Ihr könnt es euch denken, das, was wir vorhin zum Schluss gemacht haben. Wir drehen uns erstmal im Kreis. Wenn ihr jetzt andersrum holt, müsst ihr euch auch andersrum drehen. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Ja, ging halbwegs. Sehr gut, keiner ist runtergefallen. Dann gucken wir jetzt gleich, ob wir nach vorne und zurück laufen können. Dafür geben wir vorher richtig Gas. Und dann marschieren wir los. Zurück. 3, 2, gleich stürzt meiner ab. Kurz sortieren. Das war knapp. Wir probieren es gleich nochmal. Speed und dann geht's los. Und zurück. Gut, okay. Immer noch alle Reifen oben. Dann machen wir gleich nochmal eine Drehung. Ab jetzt. Und wir laufen nochmal nach vorne. 4, 3, 2, 1. Pause. Und zurück. 4, 3, 2. Sehr gut. Wenn ihr jetzt noch nicht den Fernseher abgeräumt habt, seid ihr super. Ich glaube, das ist in manchen Wohnzimmern schwierig. Aber sonst probiert es gerne mal draußen im Garten. In der Sonne Hula ist einfach das Allerbeste. Man wird nebenher noch braun. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Oder ihr wisst, vorm Fernseher immer gut. Ich würde sagen, wir haben gut geschwitzt. Wir sind gut kaputt. Wir holen uns noch ein bisschen entspannt aus. Und als kleiner Tipp noch für die Zukunft. Ich weiß, dass jeder so seine Lieblingsseiten hat. Aber guckt wirklich drauf, dass ihr die Seiten abwechselt. Sonst werden wir irgendwann schief und können echt davon auch Rückenprobleme bekommen. Also schaut, dass ihr das immer gleichzeitig macht. Ungefähr zumindest. Eure Wirbelsäule freut sich sehr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr kriegt Muskelkater. Ich hoffe, ihr habt genauso geschwitzt wie wir. Wir haben es geschafft für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen guten Muskelkater und bis zum nächsten Mal. Bis dann.